Oh, yeah.
schöne Handzeichen unserer Mannschaft. Riesen Dank, riesen Applaus für Superflip Sven Neid. Ja, du bist ja jetzt der Einzige, der noch irgendwie draußen rumgeschwirrt ist. Die anderen haben sich ganz schnell nach innen verkrochen. Kann man nach so einem Spiel nachvollziehen? Was gibt es auch großartig zu sagen, außer dass heute von Anfang an alles schiefgegangen ist? Ich denke, da sind wir immer auch selber dran schuld. Wir haben relativ schlecht begonnen, denke ich, viele Fehlpässe gespielt und selber unsicher gemacht. Dann kriegt Preußen Münster einen Elfmeter, denke ich, kann man geben, klar, und dann geht man in Rückstand, dann gibt es rote Karte, ist man im Rückstand und noch einmal weniger, weiß ich nicht, ob es rot war, habe ich nicht gesehen. Ja, und ich denke, die ganze erste Halbzeit haben wir unsere Unsicherheit dann auch gemerkt. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, jetzt erst recht, jetzt geht mal alles auf Biegen und Brechen, versuchen wir hier irgendwas zu holen, wir haben eh nichts zu verlieren. Und denke ich, haben dort auch zweite Halbzeit ordentlich gespielt, sofern es ging in Unterzahl, haben uns Torchancen erspielt und ich denke, mit der Leistung in der zweiten Halbzeit kann man nie unzufrieden sein. Wir haben gekämpft, wir haben gebissen und alles reingehauen. Leider wollte das Tor heute nicht fallen dann. Und dann am Ende wären wir ausgekontert. Du bist ja jetzt kurzfristig in der Mannschaft zurückgerückt, weil Patrick verletzt ist. War es jetzt ungewohnt, dort hinten zu spielen, dann durch den Elfmeter und dann die rote Karte gleich mit Waage hinten? Es gibt, denke ich, schönere Situationen, um von Anfang an zu spielen. Leider Elfmeter verursacht und dann noch rote Karte. Es lief eigentlich alles gegen uns. Und am Ende hätten wir vielleicht noch ein 1-1 machen können und sagen können, mehr war heute einfach nicht drin. Man hat ja gesehen, dass es trotzdem ein schweres Spiel war. Sehr viele Fehlpässe, sehr unseres Spiel. Auch von dir, erste Halbzeit, viele Fehlpässe, was zweite Halbzeit natürlich besser war. Man ist besser ins Spiel gekommen. War heute allgemein der Wurm drin oder woran hat sie liegen? Ist jetzt nach dem Spiel schwer zu sagen, woran es lag. Wir haben uns einfach selber, denke ich, unsicher gemacht durch die Fehlpässe. Nicht unser gewohntes Spiel durchbringen können, sondern uns immer wieder in schwierige Situationen gebracht, indem wir einen Ball hinten rumspielen wollten und zum Gegner gespielt haben und damit einen Gegner auch stark gemacht. Ja, dann können wir nur hoffen, dass nächste Woche in Chemnitz besser wird. Ich wünsche allen gute Besserung, die verletzt zurzeit draußen sind. Es wird ja langsam knapp in der Mannschaft und dir viel Erfolg für nächste Woche. Dankeschön.